und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal von meinem Mann, dem Christoph. Ich war heute ein bisschen einkaufen, also ich habe nur so ein paar Sachen gebraucht. Eigentlich viel Tünnef, aber ein paar wichtige Sachen auch. Die zeige ich euch einfach mal. Ich war bei DM und Kaufland und habe DM, Kaufland, Lidl und habe ausgegeben, lass mich mal überlegen, viel zu viel, ich glaube knapp 60 Euro. Aber ich habe auch ein bisschen Sachen gekauft, die man nicht so häufig nachkaufen muss. Also so einmal, die schafft man sich einmal an und dann hat man sie halt. Fangen wir mal, ich mache ganz gemischt, weil ich habe alles durcheinander irgendwie einsortiert. Einmal haben wir zweimal Katzenstreu. Wir haben jetzt nämlich drei Katzenklos, also zwei Katzen, drei Katzenklos. Man sagt ja immer ein Katzenklo mehr wie Katzen. Und da geht schon ganz schön Streu weg. Einmal habe ich Vitalmix. Nehme ich ganz gerne mit zur Arbeit. Hat schöne Kalorienanzahl und eine schöne Größe. Dann habe ich Tomaten, Mini-Tomaten, wo mir der Eimer aufgegangen ist und jetzt alle in meiner Tasche liegen. Aber da kümmere ich mich später drum. Dann habe ich einmal, ich wollte mal was Gutes für mein Gesicht tun. Das ist so ein Beauty and Fruity 3-in-1 Reinigungsschaum Bio Limette Bio Apfel von Alverde. Und dafür habe ich mich jetzt, nee, jetzt lacht mich nicht aus, ich habe mir mal so Bambus Mikrofaser Spültücher mitgebracht. Möchte die aber eigentlich für mein Gesicht nehmen. Ich will es einfach mal ausprobieren, weil Mikrofaser ist ja recht weich, recht schön. Habe ich die einfach mal dazu genommen. Eine Gurke, weil wir wollen die Tage mal einen Salat essen. Mais, weil nur ich esse Mais und dann lohnt sich eine große Dose nicht. Dann habe ich einen Würfel Hefe, weil notfalls, wenn wir nicht wissen, was wir essen wollen, essen wir mal Kräuterfaltenbrot und dann ist so eine Hefe immer ganz gut. Dann fand ich das ganz niedlich. Das ist hohes C plus Eisen. Mein Plus für den Tag, Apfel, Granat, Apfel, Himbeere für die Blutbildung. Also ich fand es eigentlich nur schön, weil es so eine kleine Flasche ist, weil so eine große Flasche Saft wird bei mir immer schlecht. Und dann dachte ich, probiere ich den mal. So, dann habe ich hier noch ganz viele Tomaten drin. Die muss ich jetzt einmal da raussuchen. Einmal Äpfel. Christoph hatte Äpfel aufgeschrieben, ich wusste jetzt nicht, wie viel er will, deswegen habe ich erstmal nur zwei, weil ich hatte vorher schon anderes Obst eingepackt. Dann hatte Kaufland Energy im Angebot, Rockstar. Da wir den nicht so gerne trinken, habe ich nur für jeden eine Dose mitgebracht. Das ist jetzt Mixed Berries. Dann habe ich beim Einkaufen letztens den Chip von Christoph, den Mercedes-Chip, verbusselt. Ich habe den Wagen weggebracht und wusste nicht, dass er da drin ist und habe ihn einfach drin stecken lassen. Also habe ich ihn heute einen neuen mitgebracht. Irgendwann kriegt er dann auch mal wieder ein Mercedes-Chip. Dann, weswegen ich eigentlich zu DM wollte, ich möchte mal so Stück Seife ausprobieren zum Duschen halt. Ich wasche jetzt meine Haare auch mit einem festen Stück Shampoo und das klappt eigentlich ganz gut. Also ich bin zufrieden, weil Shampoo ist immer schwierig. Werden die Haare schön, werden sie fettig, sieht man es nicht. Aber ich wasche eh immer zweimal hintereinander und dann sehen die Haare ganz gut aus. Deswegen wollten wir jetzt auch mal feste Seife zum Waschen, also zum Duschen ausprobieren. Ich habe jetzt einmal für Christoph Limette und Koriander. Das ist palmölfrei und vegan. War auch, glaube ich, gar nicht so teuer. Ich habe es jetzt gar nicht im Kopf. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube 2 Euro. Und für mich habe ich Vanille und Patchouli. Und die ist halt auch palmölfrei. Ich gucke sie gleich mal an. Ja, nicht schlecht. Riecht ganz gut eigentlich. Und die hier. Oh, die ist grün. Blütchen. Die erinnert mich an irgendwas. Naja, und eigentlich wollte ich uns dann
gleich so eine Seifenschale mitbringen, weil irgendwo muss man die ja auch lagern. Hab dann aber was anderes gesehen bei DM Online und dachte, das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und zwar sind das so Seifensäckchen. Also die finde ich echt toll. Das soll halt, ist halt ideal zur Aufbewahrung. Und man kann sich damit dann halt auch duschen und peelt dann gleichzeitig, weil das so ein bisschen ribbelig ist. Das hat jetzt, ich glaube, 3 Euro gekostet, war also nicht teuer, aber auch nicht günstig. Aber das schafft man sich ja auch einmal an, weil ich denke, das kann man auch, das ist Jute, Baumwolle, Polyester und Viskose. Das kann man mit der Hand waschen, dann kann man es ab und an mal durchwaschen. Und deswegen habe ich davon auch 2. Gucken, ich werde berichten oder wir werden berichten auf Instagram bestimmt. Erste Tasche leer. Was macht Katrin bei 30 Grad? Es ist nämlich wieder schweinewarm, um ehrlich zu sein. Sie kauft sich einen Niki-Anzug. Ich war sehr optimistisch und habe ihn in M genommen. Also bei der Jacke habe ich keine Angst, dass sie mir nicht passt in M, aber bei der Hose. Deswegen mal gucken. Aber die Farbe war so toll. Und für 13 Euro. Also deswegen. Das war so ein, eigentlich so ein unnützer Kauf. Ich war bei Kaufland, dann bei DM und dann dachte ich, oh, gehst nochmal zu Lidl, weil der ist da gleich nebenan. Und dann, er ist so schön. Sogar eine Kapuze. Eine Kapuze. Und hier mit so Bändchen. Ist für den Herbst halt super schön. So. Für aufs Sofa chillen. So, dann habe ich hier noch meine Kühltasche neben mir stehen. Die rutsche ich jetzt mal ran. Nein, Gizmo, da ist nichts für dich drin. Heute nicht. Falafel. 2 rote Paprika, ich glaube auch für den Salat. Aber wir haben so eine Tupper-Klima-Oase, da packe ich alles an Gemüse rein und das hält super lange. Also wenn wir nur eine essen, ist auch nicht so schlimm. Dann habe ich... Salat kommt her. Bananen. Da war ich übrigens total überfordert beim Abwiegen, weil es gab Bio-Bananen, dann Demeter-Bananen und Bananen. Ich habe jetzt Bananen abgewogen, weil, weiß ich nicht, es sind Bananen. Also einfach nur Bananen. Dann habe ich hier Schablettenkäse. Ich glaube, es ist die erste feste Nahrung, die ich je in meinem Leben gegessen habe, weil den esse ich schon, ich bin jetzt 33, den esse ich gefühlt seit 33 Jahren. Ja, davon noch eins, weil die nehme ich auch immer auf mein Arbeitsbrot. Dann habe ich Proteinriegel. Einmal, was ist das? Himbeerjoghurt. Ich mag ja Himbeer total gerne. Dann habe ich mir 2 Kokos. Und dann habe ich mir vom Power System die in Schoko, weil die nehme ich auch immer ganz gerne mit zur Arbeit. Die sind so im Spätdienst eigentlich ganz gut. Dann habe ich Nektarinen. Ich habe mich gerade gewundert, warum die nass sind, aber ich habe da unten Kühlpads drin. Die schmelzen, weil es ist warm. Ein Kopfsalat. Weil Salat essen. Und ich finde es super ärgerlich. Nicht nur, weil ich jetzt so auf Ökoschiene fahre oder so versuche umzustellen auf, ne, umweltfreundlicher, aber warum ist der eingepackt? Ich meine, wenn ich den schneide, wasche ich ihn doch eh. Das ist doof. Ne, Gizmo? Doof. Das war's. Das war mein unnützer, viel zu viel Klimbim, teurer Einkauf. Aber auch das muss mal sein. Ende des Monats natürlich. So wie es immer ist. Na gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Liken nicht vergessen, kommentieren gerne. Und im September erwarten euch ganz viele coole Videos, weil da haben wir beide Urlaub und da haben wir so einiges geplant. Na gut, bis dann!